Direkt in Istanbul begrüße ich jetzt Mesut Yılmaz, den früheren türkischen Ministerpräsidenten. Guten Abend, Herr Yılmaz. Guten Abend. Viele Menschen in der Türkei fühlen sich derzeit von Europa missverstanden und auch im Stich gelassen. Können Sie das nachvollziehen? Fühlen auch Sie sich von Europa im Stich gelassen? Definitiv. Stellen Sie sich mal vor, wir sind um Haaresbreite an einer schlimmen Katastrophe vorbeigeschrammt. Wäre dieser Putsch erfolgreich gewesen, hätten unter den Auswirkungen sowie Chaos und vielleicht Bürgerkrieg in der Türkei und Massenflucht Richtung Europa vor allem die Länder der Europäischen Union gelitten. Außerdem, wir sahen die Demokratie immer als eine europäische Tugend an. Deshalb haben wir von unseren befreundeten Ländern, so wie Österreich, erwartet, dass sie sich mit dem türkischen Volk solidarisch zeigen. Nun reagiert ja Europa nicht auf das türkische Volk, sondern auf den türkischen Staatspräsidenten und die türkische Regierung. Da gibt es ganz offensichtlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Erdogan kommt nicht durch mit seinen Argumenten in Europa und in den USA. Ist das nicht auch verständlich, dass es dieses Glaubwürdigkeitsproblem gibt? Erdogan war die zentrale Figur bei der Niederschlagung dieses Putsches und zurzeit genießt er eine höhere Popularität oder mehr Ansehen unter den Türken. Und dazu gehören auch die Leute, die ihn bisher äußerst kritisch angesehen haben. Was wäre dann aus Ihrer Sicht eine adäquate Reaktion Europas auf diesen Putschversuch gewesen? Ja, wissen Sie, der erste Gratulant, der unseren Staatspräsident für den Erhalt beglückwünscht hat, war Wladimir Putin. Ich glaube, das ist eine ausreichende Antwort auf die Frage, wie hätte Europa reagieren sollen. Von österreichischen Politikern, namentlich von Bundeskanzler Kern und Außenminister Kurz, wurde jetzt die Debatte über den Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei eröffnet. Jetzt ist es ja so, dass die Türkei seit vielen Jahrzehnten auf der Wartebank sitzt für Europa. Eigentlich glaubt auch in der Türkei schon längst niemand mehr, dass ein Beitritt zur Europäischen Union in Kürze bevorstehen könnte. Ist es da nicht auch ehrlich zu sagen, wir stellen das mal ganz öffentlich zur Diskussion und reden drüber? Erstmal ist es für mich selbst sehr bedauerlich, dass die kurzsichtigste, undurchdachtste und auch unkonstruktivste Reaktion aus Österreich kam. Diese Reaktion war sehr voreilig und war auch nicht tatsachentreu. Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei ist eine andere Sache und die Zukunft der Demokratie in der Türkei ist völlig eine andere Sache. Sie waren ja dreimal Ministerpräsident in der Türkei. Sie haben sich sehr eingesetzt für einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union. Nun weiß man, dass Präsident Erdogan damit liebäugelt, sagen wir es mal so, die Todesstrafe wieder einzuführen. Die Einführung der Todesstrafe hat die Europäische Union als rote Linie definiert. Da kann man nicht drüber gehen. Haben Sie denn den Eindruck, dass Präsident Erdogan sein Land, Ihr Land, tatsächlich noch in die Union führen will überhaupt? Wir wissen, dass die Verhandlungen, Beitrittsverhandlungen zwischen der Türkei und EU zurzeit in eine Sackgasse geraten ist. Aber ich selbst glaube, dass die Türkei daran nicht alleine schuld ist. Stellen Sie sich mal vor, einerseits hat man Verhandlungen mit der Türkei angefangen und auf der anderen Seite bestimmte Verhandlungskapitel wurden von einigen Mitgliedsländern blockiert und manche Länder haben, Mitgliedsländer haben sogar Volksentscheide für einen eventuellen türkischen Beitritt angekündigt.
einschließlich Österreich. Unter diesen Umständen bin ich ganz sicher, dass diese Verhandlungen zu nichts führen. Es hängt also nicht von, von der Intention von Erdogan ab, sondern von Europa ab, von der EU ab. Abschließend noch, Sie schreiben in Ihrem Gastkommentar in der Presse, die Türken haben sich am 15. Juli, also am Tag des versuchten Putsches, für die Demokratie entschieden. Jetzt nach fast einem Monat so eine Art Zwischenbilanz, wie weit ist man denn auf dem Weg zur Demokratie gekommen? Oder anders gefragt, hat die Türkei die Demokratie bekommen? Wir wissen genau, dass wir vor einer Wahl waren zwischen der unzureichenden Demokratie oder Demokratie der türkischen Prägung und der Militärdiktatur. Und wir haben einstimmig die Demokratie gewählt. Das ist die Lage der Türkei. Alle andere Berichterstattung ist irreführend und unrichtig. Das Gespräch mit dem früheren Ministerpräsidenten Mesut Yılmaz haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und falls Sie sich gefragt haben, warum er so gut Deutsch spricht, er hat das St. Georgs-Kolleg, die österreichische Schule in Istanbul, besucht.